Herzlich willkommen hier zurück zu CakeTV Uncut. Wir reagieren heute auf Honeypoo. Das ist die Freundin von Unsympathisch TV, oder? Verwechsel ich da irgendwas? Die hat auch auf mein Shioka-Video reagiert. Ich glaube, das erste Mal überhaupt, dass die auf mich überhaupt reagiert hat. Deswegen müssen wir das natürlich mitnehmen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und gucken wir, wie der Chat da bei ihr auf mich eingestellt ist. Ich glaube, Unsympathisch TV hat mich letztens auch in einem Video gefrontet. Irgendwie, wie gesagt, in einem schlechten YouTuber hat Kuchen TV gesagt. Aber okay. Sancho Yoka hat ihre Glaubwürdigkeit zerstört, Kuchentalks. Mal sehen. Vor 4 Stunden online. Lasst mich einmal kurz Pipi machen, ja? Wir machen eine kurze Pipi-Pause. Ihr könnt Pipi machen. Ich muss so dringend. Ich habe so viel Wasser getrunken. Ich muss. Ich kann nicht mehr. So, same. Hey, hatet mich anscheinend gar keiner. Pipi-Pause, ne? Und dann machen wir hier das hier. Oh. Bruder, wie lange geht die pinkeln, Alter? Ach so, das sind immer 10 Sekunden, okay. Wollte schon sagen, das ist immer eine Minute. Wollte ich das mal vorstellen, wenn es dieses Video nicht gehabt hätte, bodenlos und keine Anschuldigung. Warte mal. Gehabt hätte schon bodenlos und keine kleine Anschuldigung von Shoyoka. Ja, safe, aber. Also, ich sag mal, das Gute ist, es hätte jetzt sowieso keinen interessiert, ob die das jetzt behauptet hat oder nicht. Also, Scrooge hätte das jetzt wahrscheinlich nicht geschadet. Aber es geht natürlich trotzdem nicht, solche Vorwürfe zu veröffentlichen, ne? Shoyoka und Scrooge so oft auf meiner Twitter-Timeline gehabt, gestört. Pipi-Pause war richtig und wichtig, oder? Marcel, danke für die 25 Subgifts! Danke dir für den Support, mein Lieber! Willkommen, die neuen Subscriber! Danke, 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 danke! Danke für den Support! He crazy! Ey, Mann, ich lieb's. Ich bin nach 4 Tagen wieder live, beziehungsweise ich war einmal live auf TikTok. Und sie war recht freundlich auf dich eingestimmt. Ja gut, also mit ihr hatte ich ja auch noch nie Beef. Ich hatte ja auch mit Unsympathischen noch nie Beef, ne? Oh, fast ein Bottleflip. Luca, danke schön für den Brimstar. Android und Twitch, but it didn't work. Ich weiß nicht, wie gesagt, man merkt halt deutlich und da muss man auch echt einfach mal Monte danken. Also ich finde, man merkt schon auch, dass mein Ruf auf jeden Fall grundsätzlich deutlich besser ist, seitdem Monte wieder auf mich reagiert und seitdem ich mit Shioka jemanden habe, wo man immer gut Klicks machen kann. Das ist halt ganz nice, ne? Also ich merke das auch hier im Chat auf jeden Fall, dass hier viel weniger Hate-Kommentare reinkommen. Wobei es Ria Nico natürlich dann sagen muss, weil vielleicht bannt er sich auch einfach zu schnell. Aber ja, ist schon nice, Digga. Langsam geht's wieder hoch, wa? Ende des Jahres bin ich wieder reich zum Glück. Ja. Hallo Mamba, Isa und Chat, wie war F1 für dich, Isa? Schön, Schanz im Mund, alles crazy. Klar. Formel 1, habe ich ja schon im Vlog gesagt, Formel 1 hat mich sehr gepackt, dass ich nochmal auf ein Rennen gehen will. Und das finde ich ein bisschen doof, weil es teuer ist. Und deswegen war ich so, scheiße, ich habe gehofft, es gefällt mir nicht. Boah, ich weiß, ich finde Formel 1 so langweilig irgendwie. Ich meine, du guckst dir 50 Autos an, die 50 Mal im Kreis fahren, wow. Und es hat mir gefallen, Mann. Viele Monettos. Flex, ich bin der Reset 2 mit Prime. Ey, Mann. Aber ich will mir so ein. Also, ich warte, bis hier so ein Techniker vorbeikommt. Ich glaube, es dauert maximal noch 3 Wochen. Der baut dann hier so ein richtiges Formel 1 Setup mit Lenkrad und so hin, dass ich im Stream mit Lenkrad zocken kann. Dafür brauchst du einen Techniker? Also, Digga, keine Ahnung, also du schließt das an, holst dir dann noch hier so Pedalen dazu und dann kannst du doch spielen, oder nicht? Wozu braucht man dann Techniker? Woman! Ich glaube, das kommt richtig geil. So, jetzt gehen aber wir ins Video nicht rein. Mit NASCAR verwechseln, naja, jetzt nicht in Kreis, aber. Lügen. Wie ich bereits in letzten Cake News erwähnt habe, hat Scrooge Shoyoka diese Woche komplett die Ehre genommen und dazu kommt natürlich auch das passende Video. Das Beste daran ist, obwohl schon. Willi war so eifersüchtig im Stream, ey. Ich habe sogar versucht, ihm noch ein Ticket zu klären, aber ich meine, die haben es für mich schon fast gar nicht geklärt bekommen. Deswegen, also ich habe mein Bestes gegeben. Hätte ich gewusst, wie war dass... Hat sie dich mal bei Twitter gefolgt? Nee, also, nee. So, das geile Konzert wäre heftig. So, Formel 1 so liebt, das wusste ich gar nicht. Und Sascha konnte ja nicht, ich war ja eigentlich allein da. Dann hätte man, hätte ich theoretisch gesehen, Sascha fragen können, ob es fein ist mit Willi, damit er das alles sehen kann. Wisst ihr? Ich will mehr Subs bekommen als sie in dem Stream, ne? Also haltet euch ran. Folge ich ihr eigentlich? Ich folge ihr. Weil siehst du, weil ich ein Ehrenmann bin. Viele Freunde machen sich lustig über mich, Clemi. Ey, ich habe einfach gestreamt. Die haben sich immer lustig gemacht. Das hat nie aufgehört. Simon, danke für die 10 Subgifts. Danke dir für den Support. Willkommen an die neuen Subscriber. Danke, danke, danke für den Support. Ich habe vorhin schon Essen bestellt, aber ich bin überlegen, nochmal Essen zu bestellen. Shoyoka ja Scrooge einfach sexuelle Belästigung vorgeworfen hat und er jetzt beweisen konnte, dass das nicht der Fall gewesen ist, steht die Bubble. Ja, übrigens, Alter, ich habe hinten auf den Zähnen habe ich so Erhöhungen, weil ich ja mal so Zahnspange getragen habe. Ne? Ich fange auch bald wieder an. Okay, ist gut. Vintes, Dankeschön für den Tier 1 Sub. Und das ist einfach abgegangen. Ich habe mal Zahnseide benutzt und dann ist es einfach abgegangen. Und mein Zahn ist da irgendwie halt so ein bisschen scharf. Digga, meine
Zunge hat so unnormal wehgetan, dass ich dann immer zum Notfallzahnarzt bin, damit er das wieder so draufklebt. Und das hat gestern noch so heftig wehgetan an der Zunge, dass ich einfach nicht richtig reden konnte. Wirklich, ich habe mit der Aufnahme angefangen. Es hat so fucking wehgetan, dass ich wirklich überlegt habe, dieses Video einfach nicht zu bringen, weil es so krass geschmerzt hat. Oh, ich hasse das, Alter, wirklich. Von Shoyoka trotzdem noch hinter ihr. Ey, die Bubble, ich sag euch, wie es ist. Diese Bubble ist so ekelhaft, es ist so ekelerregend. Das sind so die schminkt Leute, sie aber bei in dem Stream, Bruder, klar. Boah, die beleidigen einen durch, wie bei mir mit dem scheiß Tweet. Die beleidigen mich durch, die fangen dann an, unter jedem Tweet immer noch, unter jedem Tweet bei mir zu kommentieren. Dann fangen die an, über TikTok, YouTube, The Walking auf jeder Fat scheiß Boy, Plattform mich zu beleidigen, wo ich mir denke, verpisst euch. Kennst du denn Flimmes? Schminkt die auch in den Stream. Sie haben leider keine Schminke hier. Das ist eine Riesenbubble. Es ist eine Riesenbubble. Also, das war wirklich gestört. Boah, da ja, sie ist echt sympathisch. Boah, und habt ihr mal das Bild gesehen, wo sie dieses, was hatte die denn an? Hier so ein Putzkleid, Dings. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Maltkostüm, ja, sowas. Boah, Digga. Jeezy, dankeschön für den Tierwunser. Zeige ich euch den Clip und alles. Aber heute nicht. Diese Blase muss platzen, die ist geist. Also guck mal, die sagen dann so, oh mein Gott, wir müssen so auf die mentale Gesundheit. Habe ich gesehen, ja, Digga, also wirklich, also. Wir müssen darauf achten, dass keiner grundlos beleidigt wird. Bla 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 bla. Wirklich, die richtige Kotzlappen. Und dann postet einer so, dass ich das dümmste und egoistischste Stück auf Twitch wäre. Und dann wird gerepostet und sowas wie, ja, also wer da und dies, das nicht unterscheidet, da halt bla bla bla. Und ich denke mir halt so, ah, du dumme Scheiße, hast davor doch noch gerade gepostet, dass man auf die mentale Gesundheit von anderen achten soll, ihr fucking Idiots. Junge, alles klar. Bro, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh mein Gott. Ey, ja, aber sie hat recht, das ist halt einfach, also, ne, ich meine, ich mache schon seit Jahren ja Videos gegen diese Bubble, es ist leider exakt so, wie sie sagt, ne. Die sind halt an Doppelmoral, sind die halt nicht zu überbieten, ne, es ist halt, die sind so lange gegen Beleidigung und gegen, keine Ahnung, gegen Hate, sobald die aber selber, also, ne, sobald es aber gegen jemanden geht, den sie selber nicht mögen, ist Hate und so weiter halt absolut in Ordnung. Ich meine, das haben wir gerade bei Tite Floss der auch gesehen, er redet davon, ja, respektiert jeden Menschen, so, Digga, in jedem Tweet gegen mich ist er respektlos, ja, mit so Kampfbegriffen wie Volksverhetzer, wo er auch genau weiß, dass das, was ich gemacht habe, nicht das ist, was man unter dem Wort versteht, einfach nur mich zu fronten, so, weil er mich nicht mag und dann muss man keinen Respekt haben. Ne? Und es ist in der Bubble einfach so. Die tun immer so auf gut Mensch und woke und so weiter, aber sobald jemand was macht, was man nicht mag, ist es okay, die Person zu beleidigen und fertig zu machen. Wirklich, das sind diese Leute, die so dieses... Alter, die haben Kamenbär-Bites. Kamenbär-Bites. Boah, das ist ja mega krank, Alter. Only good vibes raushauen. Oder so eine Dame, die schreibt so, hä, wie hatten die überhaupt Erfolg? Warum folgen der so viele? Folgt mir selber. Scheiße. Egal, soll die weiter supporten? Die sind doch gar nicht Veggie, oder? Und, Veggie ist doch vegan, oder? Mir die Views gönnen, weil da freuen sich die Sponsoren immer. Das okay, sind Real, die in der Bio He, Him oder She, Her haben oder vegan drin haben im Profil. Okay, dann bestelle ich mir aber keine Quesadillas, sondern nur Tacos. Dann bestelle ich mir ganz viel von diesen Camembert-Dingern. Ne? Ja, mein Digga, mega. Veggie ist Vegetarier, ja, alles gut, Leute. Was ich, finde, ich überhaupt nicht verstehen kann, aber da kümmern wir uns. So, das Ding ist, ich habe keinen Bock zur Tür zu laufen, ne? Vermerkt zur Lieferung hinzufügen. Okay. Sie müssen bei der Firma, die hier vorne ist. Nee, ganz ehrlich, der checkt das nicht, Digga. Wenn ich mir jetzt sage, er soll hier ins Fenster kommen, das checkt er nicht, egal. Sie hat ja auch auf mein letztes Video reagiert und auch da hat sie wieder einige dumme Aussagen gebracht, um die wir uns erstmal kümmern müssen. Unter anderem geht es darum, dass sie kein Gespräch mit mir haben möchte und auch da kommt sie ganz, ganz komische Aussagen. Ja, Jungs, ey, es heißt Kuchen TV Uncut, ich will nicht zur Tür laufen, damit ich hier euch weiter mit meinem Content beglücken kann. Es hat nichts mit vegan zu tun. Safe nicht, safe nicht, safe nicht. Es geht halt eher darum, dass die Leute, die so in diese radikale Richtung gehen, diese extreme Richtung, dass die Leute sind, die andere abfacken und doppelmoralisch teilweise unterwegs sind. Weißt du? Und ich glaube, das Einzige, was ist, warum der vegan geschrieben hat, dass er oft gemerkt hat, dass, oder beziehungsweise es bei ihm vielleicht so war, dass oft Leute ihn für Sachen verurteilen haben, wo dann vegan im Titel war, in der Bio, was auch immer. Was soll ich sagen?
Nein, Person Magranta, ich sitze nicht im Erdgeschoss, ich bin im zweiten Stock, aber ich habe hier so einen Flaschenzug. Ich kann das Essen ja dann hochholen, alles gut. Digga. Zellschirre, dann grüße ich am 16. Seitdem ich auch, seitdem die militante Veganerin in L kassieren musste von mir, seitdem sind ihre Jünger und ihre, keine Ahnung, die Leute, die anbeten und anhimmeln. Wen findet ihr hübscher? Die wilde Veganerin oder Honeypoo? Alter, wirklich, im Maid-Kostüm. Die kleben mir am Arsch. Die kleben mir so fett am Arsch, das ist gestört. Ich find's auch gut, dass sie auch wirklich reagiert. Ne? Also ich meine, das Video geht 10 Minuten und wir haben so 10 Sekunden des Videos gesehen. Nicht vegan zu sein ist nicht dich okay, in dem Kostüm. Kappa. Hat nichts mit radikal links etc. zu tun, das sind Menschen, die sich erhaben fühlen wollen, aber in Wahrheit nicht mal an meinem Fingernagel rankommen. Ah, okay. Lass dich nicht triggern, ey, gerade bin ich noch spaßig. Das wird sich nach dem Video wahrscheinlich ändern, wenn du jetzt siehst, was kommt, falls du es dir anguckst überhaupt. Sie hat auf das ganze Video reagiert oder hört ihr gleich wieder auf? Weiter ins Video. Anscheinend länger geguckt auf jeden Fall. Vegas, dankeschön für den Tier, what's up? TV hat versucht, über meine Agentur mir zu kommunizieren, dass wenn ich mit ihm in ein Gespräch gehe, er aufhört, mich öffentlich zu drangalieren. Das bedeutet, er versucht, mich dazu zu erpressen, mit ihm in ein Gespräch zu gehen, damit der Umgang, den er mir gegenüber hat, nicht mehr so schlimm ist. Behauptet aber in seinen Videos, es wäre nichts Persönliches. Das ist nichts anderes als Machtgehabe. Okay, weil ich ein klärendes Gespräch vorgeschlagen habe, ist das jetzt Erpressung. Ich kann langsam nicht mehr, Leute. Ja, ich habe versucht, ein Gespräch mit ihr zu finden. Aber nicht, um sie nicht mehr zu drangsalieren. Ich meine, das sind ganz normale Kritikvideos, was ich hier mache. Sondern, weil du zu dem Zeitpunkt in jedem Stream durchgehend über mich geredet und gelogen hast. Denn ja, ich mache vielleicht einige Videos zu dir, aber wir können ja mal gucken, warum ich das gemacht habe. Das hier sind die letzten 3 Videos, die ich hochgeladen habe. Abgesehen von dem letzten, da ging es ja um... Shoyoka frontet mein Kind, widerspricht sich, Rufmordanzeige ist lächerlich, zeigt mich an, Baby, okay. Oh, ich muss niesen. Ja, keine Ahnung, ich würde gerne, also ich fände, hätte es gefunden. Seit wann reagiert Honeypoo auch auf dich feiert, wieder, warum wenn er denn jetzt wieder? Den Text einblendet, wie die Nachricht wirklich war, wisst ihr? Um die Scrooge-Sache. Der Grund für diese Videos waren 3 Streams. Ja, gut, ich glaube, das war eine Sprachnachricht. Ich kann sogar mal gucken. Danke für die 500 Bits, Wamdex. Ich kann sogar mal gucken, ob ich das hier gerade finde. Was aber auch schon länger her. Weiß ich nicht, mit der Person schreibe ich halt auch relativ häufig. Deswegen keine Ahnung, ich müsste das mal suchen. Ich kann mal hier Shoyoka eingeben oder so. Vor allem das Ding ist, er hat mich sogar mal angerufen. Er hat mich sogar mal angerufen und meinte halt mit der Anzeige so, ja, ne, die zeigt dich an, bla bla bla, die macht das wirklich, wo ich auch so meine, Bruder, soll die machen, ist doch okay. Ne, ich muss mal gucken, wo ich das habe, ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass das irgendwie eine Sprachnachricht war, aber ich habe wie gesagt einfach geredet, ich habe wie gesagt auf jeden Fall sowas gesagt wie, hey, lass uns doch einfach miteinander reden, dann können wir doch die Probleme klären. Wenn du Bock hast, frag sie einfach mal an, also... Ich habe da halt nie gesagt, dass ich sie da nicht mehr drangsaliere. So, das Ding ist, sie geht ja davon aus, Solti, danke für den Tier-1-Sub. Das ist auch das, was mich halt so nervt. Weißt du, sie redet in Streams oder zu der Zeit hat sie ununterbrochen in Streams über mich geredet. In den 3 Streams hat sie bestimmt insgesamt 3 Stunden über mich geredet. So, und ich mache dann halt ein Video dazu. Und dann bin ich der Böse, weil ich ein Video darüber mache, wie sie Lügen über mich verbreitet. Und das ist halt viel, viel schlimmer, als im Stream zu reden, weil ein eigenständiges Video ist ja 1000-mal krasser irgendwie, als im Stream ein bisschen darüber zu quatschen. Und deswegen habe ich halt dem Management von ihr halt da gesagt, so, jo, ne, wäre cool, vielleicht kann man ja irgendwie ein Gespräch einfach mal machen, weil dann, weiß ich nicht, kann man das auch klären. Ist das Dümmste, was ich machen kann? Ich weiß, weil ich will eigentlich die Klicks, aber... ...nicht geredet hast. Also wäre es ja eigentlich das Beste, das zu klären, denn dann würdest du nicht mehr über mich reden und ich würde keine Videos mehr machen. Vor allem sagt gerade eine Shoyoka danach das hier. Er ist ein kleines, bockiges, toxisches Kind. Das versucht mich mit Videos zur Kommunikation zu zwingen. Es tut mir leid. Ich habe auch keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Nö. Doch, ich bin auf Instagram noch nicht gesperrt. Ich sage immer, man wäre ein Kind, man wäre toxisch und bockig, man ist nur nicht reif, etc. Warum bringen die immer diese Aussagen? Das wird mir auch die ganze Zeit gesagt. So von der Bubble. Jedes Mal heißt es, ja, sie ist ja noch ein Kind. Sie muss noch viel lernen, sie ist dumm. Hä? Weiberlogik, nee, das wird ja auch von Männern gesagt. Ja, ich finde, das ist halt einfach so ein Totschlagargument einfach, was man hat, ne?
Also ich sag mal, wenn du jetzt einfach zu, ich hab, wie heißt das? Ich wollte einen Bottleflip machen, aber ich hab's nicht geschafft. Mal die Kamera ein bisschen größer. Das ist halt so ein Totschlagargument einfach, was man hat, ne? Wenn du halt jetzt sagst, so, ja, guck mal, du bist voll das bockige Kind. Das ist halt lustigerweise eigentlich genau das Gleiche, wo sie sich immer drüber beschwert, wenn man irgendwie Leuten sagt, dass man zu emotional ist oder so. Also gerade Frauen, dass das immer ganz schlimm ist. Aber mir vorzuwerfen, ich bin ein bockiges Kind und man kann mit mir auch kein Gespräch führen, ist dann halt wieder komplett legitim irgendwie, ne? Das ist einfach ein Totschlagargument. So, was will man denn dagegen sagen, wenn ich jetzt jemand sage, so, ey, du bist voll das bockige Kind, mit dir muss ich nicht reden. Was willst du da sagen, Bruder? Obwohl ich kein Interesse an ihm als Mensch habe. Ach so, ich bin also das bockige Kind. Weil die keine anderen Argumente haben. Das kommt vielleicht nicht ganz so gut, wenn du mich genau in dem Livestream auch beleidigt hast. Ich werde jetzt das erste Mal in meinem Stream auf ein Kuchen-TV reagieren, Video reagieren, weil ich einfach keinen Bock mehr darauf habe, dass dieser Kacklappen, ja, ich nenne ihn tatsächlich gerade Kacklappen, oder meine Community beleidigst. Also wirklich, das ist mit Abstand die ätzendste Community. Ich fühle aber die Haarfarbe, to be honest. Ich fühle die Haarfarbe. Die ich bis jetzt kennengelernt habe. Ich kenne keine Community, die anstrengender ist als die. Ja, du hast recht. Also wenn hier einer von uns beiden wirklich bockig ist, dann bin das ganz klar ich. Und nur so nebenbei, ich glaube, du hast es auch nicht verstanden. Ich möchte nicht unbedingt ein Gespräch mit mir. Das Beste, was mir passieren könnte, ist, wenn wir genauso weitermachen. Weil die Videos laufen einfach mega gut. Ich habe dir das einfach aus Fairness angeboten, wenn dich das stört, dass wir das Ganze klären können. Aber okay, dann machen wir so weiter. Nein, ich zeig niemanden an, Alter. Ich habe gar keinen Bock auf den Stress. Mir gefällt das. Geil ist übrigens auch, dass sie das Skurrus die ganze Zeit als Nazi-Troll bezeichnet. Im Video sagt sie dazu Folgendes. Ich halte tatsächlich Skurrus nicht für einen voll ausgewachsenen Nazi. Das traue ich ihm nicht zu. Ich halte ihn tatsächlich für einen Populisten und Troll. Okay, er ist also laut Shoyoka auch gar kein Nazi, sondern nur ein Populist. Aber warum nennt sie ihn dann eigentlich so? Ich hab nur gesagt, die Haarfarbe feier ich. Lass Bart wachsen, Bruder, da wächst nichts. Ich meinte einfach nur, die Haarfarbe sah cool aus. Oh gut. Ich halte ihn einfach für einen unfassbar berechnenden Menschen, ohne eine eigene politische Meinung und Bildung, der alles dafür tun würde, um mehr Geld zu verdienen, um jeden Preis. Vor allem, weißt du, das ist auch so eine Aussage, die ich richtig gehasst habe. Sie sagt ja jetzt quasi, ja, der macht alles dafür, mehr Geld zu bekommen. Also sie geht wirklich davon aus, dass Skurrus mehr Geld macht durch zum Beispiel Casino-Deal oder so, wenn er da so provokante Tweets gegen, wenn er da so provokante Tweets gegen Transpersonen macht. Wie kann man denn so fernab der Realität leben, dass man wirklich glaubt, dass selbst wenn die Tweets viral gehen und er macht 50 Follower oder 100 Follower mehr, dass er dadurch dann viel mehr Geld verdienen würde? Ich verstehe das nicht, wirklich. Und deswegen nenne ich einen Skurrus. Gut, auch dass Kurumer reagiert als Honeypool. Also, obwohl er keine eigene politische Meinung hat und nur Dinge postet, um zu provozieren, nennst du ihn Nazi? Ich meine, wie unfassbar Respekt. Das ist genauso wie die Bubble sagt mir gerade, ich würde bald AfD bewerben im Stream. Weil ich gesagt habe, dass ich unterscheide zwischen Nutztieren und Haustieren, beziehungsweise ich habe einfach nur gesagt, dass Katzen halt so und Hunde hier Haustiere sind und halt eine Kuh hier in Deutschland so als Nutztier eher gesehen wird, ne? Und da meinten die ja jetzt, was kommt als nächstes? Dass du die AfD bewirbst? Ah, ich habe Snowflake, habe ich gepostet. Habe geschrieben, überall sind Snowflakes. Snowflakes everywhere, dass wirklich alle Schneeflocken sind. Dann meinten die, das wäre irgendwie ein rechter Begriff oder so. Und ich so, Alter, geht mal weg mit eurem Links-Rechte, Junge. Ich laber doch einfach nur. Max, danke für den Reset am 13. Danke dir. Danke. Digga, die brauchen 38 Minuten noch. Ja, so, hä? Die Leute schmeißen mit Wörtern um sich, als wären sie nie im Geschichtsunterricht gewesen. Ich hab keine Ahnung. Jan, danke für den Reset. Ich mag die ja von Honeypool, ja, safe. Und das Gute ist, wenn die irgendwann mal mit Unsympathisch TV Schluss machen sollte, ich sehe halt so ähnlich aus wie Unsympathisch TV, ne? Oder wer weiß. Aber dann will ich auf jeden Fall dieses Malt-Kostüm tragen. Ja, ich weiß nicht, die wollen, also, I don't know. Was ist, wenn das Aussehen das Problem war? Dann bin ich immer noch das Update. Sinnloseres gehört. Boah, ich glaube, wir zocken nachher mal eine Runde entweder Schach oder Counter-Strike im Stream, Alter. Wir schauen mal. Heute habe ich halt echt Zeit, ne? Sehr gut, dass du drauf reagierst. Meinst du auf das hier? Dieses Shoyoka-Ding mit Skurrus?
respektlos kann man bitte mit diesem Wort umgehen? Erstmal ist es natürlich Zuschauer, juhu. Krasser Rufmord gegen Skurrus, wenn du schon selber sagst, dass er eigentlich gar keiner ist. Aber auch für die Millionen ermordeten Menschen, die tatsächlich unter den Nazis leiden mussten, die gefoltert worden sind, die umgebracht worden sind, ist es einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Also Wandex, nichts gegen dich, aber Hearthstone ist wirklich das langweiligste Spiel, was ich mir im Stream vorstellen könnte. Dieses Wort in so einem Zusammenhang zu benutzen. Es ist genau das gleiche. Also ich sag euch, wie es läuft. Wir werden dann wahrscheinlich Counter-Strike spielen. 3 Runden. Ich werde 3-mal genau gleich geholt. Werde mich darüber aufregen, wie fucking OP die AWP ist, weil es kein Skill ist, da mit einem Schuss dir auf den Bauch dich zu töten, und dann werde ich aufhören. Wie bei mir mit der Volksverhetzung. Sie nutzt es einfach nur, um direkt gegen Skurrus framen zu können, und das ist einfach absolut respektlos. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. In der Reaction von Shoyoka hat sie Skurrus nämlich Folgendes vorgeworfen. Also da geht es nicht primär Grounded nur um mit Honeypoo, Digga, das wäre geil. Dinge, die in diesem Gespräch gesagt wurden, sondern es ging um das Verhalten davor, inklusive den gesamten... Hat der Manager nicht mal gesagt, dass du nie 4K Viewer haben wirst? Boah, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Wie kommst du da drauf? Ein Twitter-Verlauf von Skurrus, und es ist echt nicht schwer, den nachzuschauen, indem er ganz offen transfeindliche, queerfeindliche und frauenfeindliche Dinge sagt. Lani Schieper hat gefragt, ob ich verurteilt wurde wegen Dings. Inklusive Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, zur Belästigung. Oder Grounded hat einige Updates bekommen sogar. Ich guck mir immer die Updates an, damit ich daran denke, wie schade das ist, dass ich nicht mehr mit Gnu spiele. Aber ich sag mal so, wenn Twitch natürlich weiter so läuft, dann hat sie irgendwann auch gar keine Möglichkeit mehr, Nein zu sagen, ne? Mir auf der Gamescom in den vergangenen Jahren. Shoyoka hat Skurrus hier... Das mit der Belästigung, irgendwas war da. Dreh dann, wo ich am 18. extra PC angemacht, um endlich mal Prime loszuwerden. Ein Supporter, sage ich, wie es ist. Vorgeworfen, dass er sie und auch andere Streamerinnen bei der Gamescom 2017 sexuell belästigt haben soll. Beweisen muss sie das Ganze natürlich nicht, ihre Bubble glaubt ihr natürlich trotzdem. Es wäre jetzt ja auch wirklich heftig, wenn Skurrus irgendwie die Aufnahme davon hätte. Ja, ich glaube, die könnte auch sagen, mein Arschloch ist blau oder so, und dann würden die auch sagen, oh mein Gott, Solidarität für sie. Ja, doch. Ahnung, Alter, Valorant cringe. Ja, ich hab mal eine Zeit lang hier mit Manuel im Büro echt relativ viel Valorant gezockt. Ich weiß nicht, ich werde irgendwie nicht so warm mit dem Spiel, muss ich genau sagen. Irgendwie, ich fühle das nicht, keine Ahnung. Da finde ich so eine schöne Oldschool-Runde Counter-Strike, finde ich da irgendwie interessanter tatsächlich. Wobei das auch immer in Stream Probleme gemacht hat, also wahrscheinlich würde ich es eh nicht hinkriegen. Aber wir gucken mal. Wie ich das so gerne sage, loslassen. Und jetzt würde klippen und dann auch doch mal loslassen dazu schreiben. Die dümmste Egoistische auf Twitch, die redet wieder. Womit er dann vielleicht das Gegenteil beweisen kann. Herzlich willkommen zu dem Vorfall auf der Gamescom 2017. Was ist denn das? Ihr kracht! Oh. Wir lieben Drama. Wir lieben kein eigenes Drama, wir lieben Drama von anderen. Das ist ja die Aufnahme, Shoyoka. Oh Mensch, das ist ja wirklich der Stream, den sie gemeint hat. Das ist jetzt natürlich doof. Naja, wie ihr euch schon denken könnt, natürlich kam da überhaupt nichts drin vor. Wir können uns einfach mal einen Teil angucken. Hi. Hallo Menschen. Hi. Es ist unhöflich, von so hoch runter zu gehen. Halt das mal ein bisschen gerade. Geht doch. Ich sehe da. Sie bringt mir mal einen Hirnball. Mhm. Sollte mal machen. Du warst bei GTA Live, oder? Ist über ein Computerspiel ist eigentlich unwichtig. Ja. Hast du eingefressen? Wichtig, du warst doch bei GTA Live, oder? Wichtig, weil sie gesagt hat, sie kennt ihn nicht. Sie hätte keinen Plan, wer... Ja, gut, warte. Dazu muss man sagen, also was sie halt damit meinte, mit sie kennt ihn nicht, meinte sie, obwohl sie es auch nicht so geschrieben hat, also... Keine Ahnung, schwierig. Sie meinte damit auf jeden Fall, dass... sie nicht wusste, dass es diese Vorwürfe gibt. Habe ich in der letzten Reaction auch schon gesagt, das wusste keiner, weil Schürke hat sich das ja ausgedacht, deswegen klar, dass es keiner wusste. Das war nicht darauf bezogen, dass sie ihn als Person nicht kannte. Ah ja! Bitte? Ist das ausgefressen? Ehrlich gesagt nichts. Und ja, Skurrus hat hier Shoyoka ganz klar sexuell belästigt, und zwar hat er ihre Hand geschüttelt, das geht natürlich gar nicht. Abgesehen davon ist da aber nichts passiert. Also, die haben sich getroffen, haben eine Minute über GTA RP geredet und das war's. Bruder, krasse Belästigung an dieser Stelle. Shoyoka hat hier also einfach gelogen und Skurrus sexuelle Belästigung vorgeworfen, was auch ein sehr harter Vorwurf ist, einfach nur um Rufmord zu begehen. Sie hat dazu auch ein Statement gemacht, wo sie im Grunde zusammengefasst nur sagt, dass sie sich mehrfach gesehen haben, Shoyoka auch von anderen angesprochen wurde, dass er die ganze Zeit in das Dekolleté von Streamerin gefilmt hat, und als sie sich nochmal begegnet sind, er gesagt haben soll, dass der Chat sich freut, wenn sie mehr zeigt. Zugegeben, das zweite Treffen ist jetzt nicht auf der Aufnahme drauf, aber also
das wäre jetzt ja wirklich krass, wenn Skyros den gesamten... Über andere Scheiße leibern, weil man selbst nichts kann, so sehe ich das, Saga. ...Team hat und man jetzt auch noch beweisen könnte, dass sie... Das ist ja alles so wahnsinnig egal, heilige Scheiße. Nee, eigentlich ja nicht, weil wenn du jemanden sexuelle Belästigung vorwirfst, sei es egal wer. Über Skyros kann man jetzt halten, was man will. Setz dir gedanklich eine x-beliebige Person dahin. Und man findet... Ja, vor allem, also man muss wirklich sagen, Shoyoka hat sich damit wirklich komplett kaputt gemacht, ne? Jetzt ja wirklich, ich denke gerade drüber nach, wie soll Shoyoka weitermachen? Wie soll Shoyoka jetzt weitermachen? Also anscheinend hat sie ja schon ihren Streamingplan ist irgendwie Donnerstag nächste Woche irgendwie gelöscht, weil sie jetzt wahrscheinlich erstmal in der Woche wieder nicht online kommt. Aber selbst danach, ich meine, ihr müsst mir überlegen, das Thema ist ja echt riesig geworden jetzt. Also Skyros ist damit viral gegangen, ich bin damit viral gegangen, Honeypoo hat auf mich reagiert, was es noch nie vorher gab. Dazu hat Montana Black da drauf reagiert. Safe hat Tobias Hoch auch darauf reagiert oder wird darauf reagieren. Also das Thema ist ja wirklich riesig jetzt, ne? Und ich meine, es hat sie ja vorher schon immer genervt, dass halt so ein paar Kuchenkinder oder so mal da in den Chat gegangen sind. Aber jetzt ist ja, also jetzt ist ja wirklich, also die ist ja durch. Also ich glaube, wenn die nochmal in den Stream geht, also ich glaube, die wird sehr krass kritisiert dafür und auch sehr, sehr lange. Und ihr Ruf ist halt auch erstmal komplett kaputt, außer sie könnte jetzt das Gegenteil beweisen. Also ich meine das ernst, ne? Ich würde wirklich gerne wissen, wie sie jetzt weitermachen möchte. Du vergisst, dass Hand of Blood sie wieder hochpushen kann. Ja, okay, gut, theoretisch könnte das natürlich passieren, ja. Aber die haben jetzt generell noch nicht viel zusammengearbeitet, glaube ich, deswegen... ...nicht heraus, dass die Anschuldigung komplett... Trash sind und nicht stimmen und du das einfach nur gesagt hast, um die Person halt ja, also den Ruf von der Person zu zerstören, dann ist das nicht egal, sondern ziemlich hast wichtig. Hast du ein bisschen Mitleid? Das Gleiche kein Stück. Hatten wir bei Amber Heard und Johnny Depp, wo Johnny Depp seine ganze Karriere verloren hat, sein ganzes Ansehen weltweit und komplett fertig gemacht wurde, inklusive Familie, sich dann im Live... Also Real Talk, ich habe halt wirklich so gar kein Mitleid, also wirklich so null mit ihr. Also erstmal muss man ja ganz klar dazu sagen, dass die Vorwürfe zumindest Stand jetzt einfach gelogen sind. Und ich finde, mit solchen Vorwürfen zu lügen geht einfach gar nicht. Ja, das ist schon mal das Erste. Und auch davor, ich meine, das hat sich ja schon so ein bisschen auch, sag ich mal, angebahnt. Ja, also ich habe die ja schon öfter auch mal kritisiert und die hat ja schon öfter Müll und so weiter verbreitet. Hat sie einfach selber Schuld. So, sie hat sich von Anfang an in der ganzen Auseinandersetzung überhaupt nicht klug verhalten, egal ob das jetzt am Anfang war mit dem Parabelritter oder dann, wo sie im Stream durchgehend über mich geredet hat. So, man merkt doch einfach, sie wollte gegen Skyros hetzen, das Ganze ist jetzt auf den Fuß gefallen. Ich habe schon immer gesagt, dass ihr moralischer Kompass nicht gut ist und ich bin echt gespannt, wie das mit ihr weitergeht. Ich meine, ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt, ne? Shoyoka verliert einfach die ganze Zeit Follower bei Twitch. Vorher hat die noch was dazu bekommen und jetzt seit so 3-4 Wochen, seitdem ich quasi auch vermehrt Videos über sie mache und wir öfter über sie reden, geht sie halt richtig down. Zumindest was Follower angeht. Und ja, da bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ne? Trial herausgestellt hat, dass es einfach nicht stimmte und genau umgedreht war. Würde mich auch interessieren. Ja, das echt nur wegen Hogwarts Legacy. Wie Shoyoka zu der Story von Johnny Depp und Amber Heard steht, dass sie da sagt. Depp. Keine Apple, danke dir für den T1-Sub. Dieses ungerechte Beschuldigung, also guck mal, das Ding ist, die schaden ja den Frauen, die wirklich sexuelle Belästigung erfahren haben. Das ist das Problem. Die schaden denen wirklich. So, falsche Anschuldigungen sind, das ist einfach bodenlos. Leon, danke für den Release am 2. Und sowas sollte bestraft werden. Falsche Anschuldigungen sollten bestraft werden. Macht er ja, geht jetzt ja rechtlich gegen vor auf jeden Fall. Wenn man wegen jedem Scheiß Belästigung schreit, geht die echte sexuelle Belästigung komplett unter und niemandem wird mehr geglaubt. Eben. Ich hab Hunger. Das ist genauso wie, wenn du zu jedem Zweiten sagst, er wäre ein Nazi oder ein Rassist oder Sexist. Junge, du nimmst das Wort gefühlt nicht mal mehr ernst, wenn du mit den Wörtern rumschmeißt wie sonst was. Prioritäten wichtig, auch mal den Stream als Priorität setzen. Sie hat nicht einen einzigen Beleg. Ja, aber safe. Das habe ich ja irgendwann vorhin schon bei irgendeiner Reaction gesagt. Ne? Ich finde, wie inflationär heutzutage Wörter wie Nazi benutzt werden oder keine Ahnung, sexuelle Belästigung oder Belästigung allgemein, geht halt auch gar nicht fit, ne? Hand of Blood hat schon mitbekommen ohne Beef mit Shoyoka, aber er distanziert sich von allem und arbeitet mit jedem neutral. Heißt es auch nicht seine Baustellen.
Ja, ich weiß auch nicht, was die wirklich für einen Stand haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich so cool sind, dass man da sagt, okay, komm, wir machen jetzt irgendwelche Videos oder so gemeinsam. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, ja. Also, ich denke mal, die wird halt einfach weiter streamen, ne? Die wird halt weiter Follower verlieren. Ich sag mal, zumindest von der Reichweite, was die Zuschauer angeht, ist sie jetzt ja nicht tot oder so, ne? Also da läuft sie auch immer noch bei ihr, ne? Ich guck mal gerade hier, ob der Durchschnitt runtergegangen ist. Aber wir können es auch gemeinsam hier im Stream machen. Da sind halt ihre Werte. Da wenn jetzt so die letzten Streams sieht, eigentlich hat sie überall mindestens mal so 2000 als Peak. Gut, hier nur einmal 800, aber da weiß ich nicht, da hat sie vielleicht einfach für irgendwas bezahlt oder so. Nee, hier wollte ich glaube ich gar nicht hin, ne? Nee. Können wir hier gucken irgendwie, Statistik. Beispielsweise, also guck, die Average Viewer, ja, war schon immer mal mehr, mal weniger. Wahrscheinlich wurde die dann immer mal, ach nee, das ist der Durchschnitt. Ja, also wirklich nach unten geht das jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ne? Die hält sich. Hat mal Streams, die besser laufen, Streams, die weniger gut laufen. Die wird schon weitermachen, aber ich denke mal schon, dass die sehr viel Kritik auf jeden Fall abbekommen wird, ne? Gut, aber das Ding ist, Skorus hat ja jetzt den Beweis gebracht, was halt hart ist, das Video. Das ist einfach ein Video. Das ist einfach ein Video. Internet-Beef ist einfach das Beste. Holt das Popcorn raus. Für das Verständnis brauchst aber immer keine derartige öffentliche Debatte. Super gesagt, kritische Masse. Für das Verständnis braucht man keine öffentliche Debatte. Anscheinend ja schon. Also ich würde immer noch sagen, das ist wichtig, dass man das in der Öffentlichkeit auch ansprechen sollte. Also wenn jemand falsch beschuldigt wurde, warum nicht es öffentlich ansprechen? Warum totschweigen? Sonst passiert es doch noch öfter. Hä? Wenn die Angst groß wird, dass du, dass rauskommt, dass du jemanden falsch beschuldigt hast, ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du es nicht machst, als wenn man es nicht weiß und man es einfach totschweigt. Hä? So die Wahrscheinlichkeit höher, dass man dann davon kommen würde. Ja, egal. Herr Lukas, danke für die 5 Subgifts. Ja, ich finde schon, dass sie dafür auf jeden Fall eine Retourkutsche verdient hat. Also jetzt auf jeden Fall die Kritik und so weiter, die sie halt abbekommt. Weil mit solchen Vorwürfen sollte man halt nicht spielen, ne? Danke. Willkommen, die neuen Subscriber. Deswegen, wichtiges Thema. Wie beim Johnny Depp Trial, wichtiges Thema, schauen wir uns im Stream an. Die auch in ihrem Statement hier nochmal gelogen hat, in der Hoffnung, dass es tatsächlich nur diesen Ausschnitt gibt. Also dann wäre Shoyoka wirklich kaputt. Aber ey, wir müssen einfach hoffen und gucken. Shoyoka hat Stand jetzt einfach komplett gelogen und damit auch ihre komplette Glaubwürdigkeit zerstört. Denn verdient. Mit solchen Vorwürfen sollte man nicht spielen. Lustig ist ja auch, dass sie sagt, dass es ja noch viele andere Streamerinnen gab. Den Tweet von ASMR Jasmin gesehen, bitte einmal Mods schicken. Dann schaust du mir im Stream an. Die auch diese Vorwürfe machen. Warum äußert sich denn eigentlich gar keiner dazu? Also bei sowas kommen ja dann normalerweise Video, ne? Alle raus. Das war meine Klinge. Schon sehr komisch, dass Shoyoka die einzige Person ist, die sowas behauptet gerade. Das Einzige, was wirklich noch schlimmer ist, ist, wie ihre Bubble jetzt trotzdem noch hinter Shoyoka steht. Lilly Schote zum Beispiel hat gepostet, was für ein Spiel auf deinem Rücken ausgetragen wird, ist unglaublich. Vollste Solidarität, Pia. Sie wird beim Lügen erwischt, weil sie Vorwürfe gemacht hat, die eine komplette Karriere zerstören können. Und du stehst trotzdem noch hinter ihr? Alter. Vor allem stellt sich auch die Frage, was für ein Spiel wird denn auf ihrem Rücken ausgetragen? Also, sie war doch diejenige, die die Vorwürfe überhaupt in den Raum gestellt hat. Das Lustige ist, dass Lilly Schote selber auch eine Person ist, die schon des Öfteren gegen uns gehetzt hat. Zum Beispiel in diesem Stream hier. Das ist keine Meinung, Ziegendieb. Hass ist keine Meinung. Wenn deine Meinung ist, ja? Transpersonen sind falsch und gehören ausgerottet, Menschen mit den Existenzen von uns spielen, einfach nur um Aufmerksamkeit zu nehmen. Das macht KuchenTV ja auch. Die blenden dabei komplett aus. Taco geht auf meinen Nacken. Dass sie boah, ich glaube, mein Bestellen ist teurer als 3,33 Euro. Dass Transpersonen, dass queere Personen falsch sind, dass sie verlogen sind, dass sie vielleicht sogar gefährlich sind. Und das schlägt sich in Gewalt uns gegenüber nieder. Könnt ihr damit wirklich leben? Wie das Gerüst ja, das habe ich schon. Das habe ich eben gerade schon mal in der anderen Reaction zu dem Video gezeigt. Ich will es aber hier auf jeden Fall nochmal erwähnen. Lilly Schote hat selber auf Twitter dann noch gepostet gehabt, dass sie einmal im Stream über mich geredet hat, das auch nicht klug war, weil sie mich auch nicht kannte. So, das heißt einfach, sie hat diese Vorwürfe gemacht, dass ich irgendwie fordere, dass Transpersonen ausgerottet werden sollen, dass ich die gefährlich finde, dass ich die komisch finde. Obwohl sie in diesem Tweet selber sagt, dass sie mich gar nicht kannte. Meine Leute, das ist die woke Community auf Twitter. Und es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie mal, weiß ich, einen Entschuldigungstweet oder sowas alleine stehend macht, sondern das ist halt eine Antwort auf einen anderen Tweet gewesen, so. Was ich halt dann noch weniger verstehe, weil wenn du den Fehler schon einsiehst, dass die Vorwürfe einfach falsch gewesen sind, dann sei doch wenigstens so fair,
und stell das einmal gerade. Also, sie hat jetzt nicht die größte Reichweite, den Stream haben auch nicht viele Personen gesehen, aber allgemein kann sich sowas halt immer verbreiten. Und das finde ich saugefährlich. Dass queere Personen gefährlich sind oder ausgerottet werden sollen. Das hat sie sich einfach ausgedacht, weil sie uns nicht mag und halt so gegen uns hetzen kann. Ja gut, dass so eine... Hey, ich kannte die bis gerade eben gar nicht. Wer ist das? Dann hinter Shoyoka steht, das wundert mich dann irgendwie doch nicht mehr. Am schlimmsten ist aber wohl Freiraum Reh. Die hat nämlich Folgendes gepostet. Wer diesen Kindergarten und Content machen... Oh, Jesus Christ, ihre Tweets sehe ich auch richtig oft. Eine aus der Bubble, ey, die Bubble, freu mich schon auf die Gamescom mit dem Thema. Hinterher lacht es reserviert. Jeder da komplett lost unterwegs ist, obviously. Es gibt immer seine schwarze Schafe in der Bubble. Aber ey, es ist super anstrengend mit denen. Solange No Way League Streams noch alles in Ordnung. Bitte blockier sie wie Monte. Nee, ich will die Scheiße von der noch sehen irgendwie. Wenn es Beef gibt, sonst sehe ich das ja nicht mehr. Ich muss doch Drama direkt mitbekommen für den Stream. Nicht durchschaut, vor dem habe ich Angst, selbst ins Kreuzfeuer zu geraten. Und möchte ich nicht in meinem beruflichen Umfeld. Also die Vorwürfe der sexuellen Belästigung sind für dich nur Kindergarten, ja? Also ich finde das ganze Thema eigentlich schon sehr, sehr krass. Und das würde ich jetzt nicht als Kindergarten runterspielen, aber nice Meinung, die du da hast. Leute wie sie gehören sonst eigentlich zur Bubble, die immer aufschreien, wenn sowas passiert. Aber plötzlich ist einer aus der eigenen Bubble der Täter, weil er gelogen hat. Das ist ja nur Kindergarten, also damit muss ich jetzt mich wirklich auch gar nicht befassen. Dafür wurde sie dann auch sehr stark kritisiert. Und es gibt etliche Tweets, die ganz normal sachlich etwas dagegen gesagt haben. Auf Twitter hat sie natürlich gepostet, Symbolbild mit diesem Tweet, der tatsächlich halt nicht fit geht. Aber das ist halt einfach billigste Manipulation, denn die gesamte sachliche Kritik wird ignoriert und dieser eine Tweet, wo eine Beleidigung drin ist, der wird sofort gepostet, um zu zeigen, ha, guck dir, so sind nämlich alle davon. Diese dicken Geile, ich musste gerade einen Tweet machen, Digga. Ich habe jetzt das die ganze Zeit mit Lilly Schote, jedes Mal, wenn ich das sehe, will ich das machen. Ich habe das die ganze Zeit vergessen, deswegen dachte ich, dass ich das jetzt einfach mal kurz poste, damit ich es hinter mir habe. Gerade diese beiden Tweets zur Shoyoka-Thematik sind so eingestellt, dass man darauf gar nicht antworten kann. Also auch erst alle Hetzen haben ihre Kommentare einschränken. Ja, also nee, ich habe da ja schon bei Monte drüber geredet, also ich finde auch, es ist einfach absolut lächerlich, dass die alles, was also sehr viele aus dieser Bubble haben, unter Beiträgen, die mit Shoyoka zu tun haben, eingestellt, dass man nur antworten kann, wenn man in den Tweet selber erwähnt wurde. Was natürlich einfach dafür sorgt, dass es gar keine Möglichkeit gibt, dass andere Leute irgendwie Kritik posten. Also sie versuchen wirklich so krass in ihrer Bubble zu sein und nur ihre eigene Meinung ja da quasi stehen zu lassen, damit man halt das Gefühl hat, dass die meisten noch auf deren Seite sind, obwohl das, wie gesagt, halt nur diese eine Bubble ist und sonst gar nicht. Und ja, finde ich persönlich sehr, sehr schade, muss ich sagen, dass man da nicht mal offen irgendwie mit Kritik oder den Vorwürfen umgeht. Na, und Freiraumreh ist sowieso also mit die lächerlichste Person, die ich in der Bubble kenne. Also wirklich, wie kann man so viel Müll posten? Ich blick das nicht, Alter. Die hat wirklich alles getan, damit... Ich find's so witzig, diese Bubble ist so scheiße teilweise. Das sind die Ersten, ich bleib dabei, sind die Ersten, die immer sagen, hey, Positivity, Mental Health, danke, Flo, ganz wichtig. Wir müssen immer den Menschen beachten und betrachten. Wir müssen schauen, wie seine Gefühle sind. Und dann wird bei mir sowas reingeschrieben wie dümmste und egoistischste auf Twitch. Und dann die Kommentare richtig beleidigend, wie dumm ich auch wäre. Und man schon hört, wie dumm ich bin. Und da wird mein Dialekt die ganze Zeit angesprochen mit ich, misch, dich, nisch. Und ey, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Wusste gar nicht, dass also, Honeypoo auch so immer Beef mit den Leuten hat. So viel Scheiße. Aber da kannst du mit denen, kannst du auch gegen eine, also wirklich, du kannst mit einer Wand reden, wird mehr bei rumkommen. Sag ich ehrlich, wie es ist, wird mehr bei rumkommen. Ja, das Problem ist halt auch, dass die sich halt auch alle so moralisch krasse überlegen fühlen. Denen geht es ja auch gar nicht um Meinungsaustausch oder sonst irgendwas. Das ist ja eben genau die Bubble, für die auch jeder irgendwie ein Rechter oder ein Nazi ist, der irgendwie mal eine Sache anders sieht als die. Die wollen ja auch offensichtlich gar keinen Austausch von irgendwelchen Themen, sondern sich einfach nur gegenseitig einreden, wie toll und super die doch sind. Und was für tolle Dinge die sich einsetzen. Sonst würden die halt auch nicht dauernd ausschalten, dass man halt nicht kommentieren kann, ne? Ich find's halt krass, dass man so krass in seiner eigenen Bubble lebt und auch leben möchte anscheinend. So, weil, also ich find's doch super, wenn sich Meinungen austauschen. So, ja klar, bei dem Shoyoka-Thema natürlich, es wären einfach viele gegen Freiraumreh und so weiter gewesen, das wusste sie natürlich direkt und hat dann halt gesagt, so ja, dann mach es nicht, weil wir wollen hier natürlich, dass Shoyoka als Gewinnerin rausgeht, aber es ist halt lächerlich, ne? Damit es so aussieht, als wenn man ihr zustimmt, obwohl Kritiker gar keine Möglichkeit haben, dazu irgendwas zu schreiben. Auch ein anderer Nutzer hat gesagt, hö, das beweist ja gar nichts, der soll mal alles zeigen, also das stellt für mich hier noch gar nichts klar. Da stelle ich mir im Grunde die Frage, seit wann
muss jemand seine Unschuld beweisen. Also eigentlich müsste doch Shoyoka beweisen, dass er schuldig ist und nicht andersrum. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Anscheinend ja nicht, weil sonst würden die Leute jetzt nicht hinter Shoyoka stehen. Aber ja, wie gesagt, je nachdem, um wen es da geht, steht man auf der einen oder auf der anderen Seite. Ne? Oder auch dieser Dave. Der hat gepostet, wir sehen, dass Shoyoka sich von ihm belästigt fühlt und wie Skuros sich übergriffig verhält. Also ich habe das ganze Video gesehen. Ne? Also das ist da halt überhaupt nicht drin. Also Leute erfinden jetzt irgendwas, wahrscheinlich irgendein komischer Blick oder vielleicht eine komische Aussprache von einem Wort, um zu sagen, ha, guck, da hat die sich aber doch belästigt gefühlt. Ey, diese Bubble, ich komme nicht darauf klar. Auch Tilted Floster hat mal wieder so 1000 Tweets dazu gemacht. In einem hat er dann gesagt, was für eine starke Person Leute, sie ist. Deren Reichweite, diese Bubble, die ist ja nicht nur auf Twitter aktiv, ne? Wenn du Twitter löschst, bringt es gar nichts. Die sind genauso auf TikTok aktiv, genauso auf Twitch, genauso auf YouTube. Die sind noch überall wie wir, Insta ebenfalls. Aber man muss aber tatsächlich zugeben, also diese radikalen Leute, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auch ein Tilted Floster zum Beispiel, ne, oder Freiraumreh und so weiter, die haben alle keine krasse Reichweite eigentlich, ne? Also das sind halt so, so generell diese Bubble auch hier, Lillyschote und wie sie nicht alle heißen, ich meine auch Shoyoka, ne? Dekadent schon, aber Dekadent ist jetzt auch nicht komplett in der Bubble drin, würde ich sagen. Aber die meisten von denen sind auch gar nicht so groß, ja, also keine Ahnung, Shoyoka hat, okay, vielleicht so im Durchschnitt 1500 bis 2000 Zuschauer, das ist gut, safe, aber das ist jetzt auch keine Riesenreichweite, so, ne, dass sich halt jeder kennt, ne, beispielsweise, und auch die anderen sind gar nicht so riesig, wenn man jetzt mal so schaut, die haben halt ein paar Twitter-Follower und eigentlich war es das halt meistens schon, auch auf anderen Plattformen sind die gar nicht so krass, vertreten, ne. Sind nicht hauptsächlich auf Twitter vorhanden, wenn du Twitter löschst, bringst du legit nichts. Ist. Ich habe das dann retweetet mit den Worten April, April und wurde dafür gesperrt. Natürlich, Shoyoka klar, da blockiert man natürlich. Twitter gefühlt 100 Tweets pro Tag. Erstmal, also April, April zu schreiben, ja, ist auch wirklich einer zu viel gewesen. Shoyoka und ihre Bubble machen sich ja einfach komplett lächerlich und unglaubwürdig. Und das Ganze auf dem Rücken der sexuellen Belästigung zu machen, ist einfach ein Schlag ins Gesicht für jede Frau, die wirklich schon mal sowas erlebt hat. Tilted Floster hat zum Beispiel auch geschrieben, dass Tobias Hoch hier Täterschutz betreibt, weil er Shoyoka dafür kritisiert hat. Also, ich möchte nicht sagen, aber Shoyoka ist gerade der Täter und nicht Skuros. Außer sie kann das Gegenteil beweisen. Dann mache ich gerne das Video nochmal genau andersrum. Meiner Meinung nach ist die Glaubwürdigkeit von... Ja, eigentlich lustig, dass die Bubble vorwirft, dass Tobias Hoch nur hinter Skuros steht, weil die sich kennen. Weil lustigerweise ist ja eigentlich genau das, was die gerade mit Shoyoka machen. Also die sind ja auch nur auf deren Seite, weil die Shoyoka kennen Shoyoka und die in der Bubble ist. Shoyoka ist komplett zerbrochen. Man kann ihr jetzt einfach nichts mehr glauben. Und wer tatsächlich den Vorwurf der sexuellen Belästigung einfach nur nutzt, um die Karriere einer anderen Person kaputt zu machen, weil man nicht mit Kritik klarkommt, die hat meiner Meinung nach auch nichts auf Twitch zu suchen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Okay, thanks, bye. Ich muss erstmal Cookies hier akzeptieren. Oh, das ist so viel Lesen. Ich will das nicht. Um die Karriere. Das ist so viel Text. Einer anderen Person kaputt zu machen, weil man nicht mit Kritik klarkommt, die hat meiner Meinung nach auch nichts auf Twitch zu suchen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Okay, thanks, bye. Ich glaube, die hat mich nicht abonniert, ne? Keine Ahnung. Peter, danke schön für Bremse. Danke für die Vira 20, Dampfschiff. Wechselt Shoyoka ihre BBS nicht auf wie in Unterhosen? Also das ist ja auch die eigene Meinung. Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Was ist ein Call? Also was ich finde ist, ich bleib dabei. Lass es vorlesen, Isa. So, ich gucke hier nochmal gerade. Erst war es Annie die Ente, dann diese Bumblebee und jetzt das Freiraumreh. Wir können als nächstes, wie gesagt, ich kannte sie halt vorher nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie die ganze Zeit jetzt ihre, also Freunde wechselt, ist ja sowieso die Frage, ne? Es gibt halt Zeiten, wo man vielleicht mal mit dem einen oder mit dem anderen halt mehr sich auseinandersetzt. True. Also ich bleib dabei. Meiner Meinung nach ist es so, wenn du Anschuldigungen gegenüber jemandem tätigst und die falsch sind und sich als falsch herausstellen, dann ist das nicht in Ordnung und man sollte aufmerksam darauf machen, dass sowas nicht fein ist. Eike, danke für den Resam 8. Da kann eine Person halt sonst wie vorher sein. Du kannst dann nicht einfach sagen, ja, der hat aber das und das schon vorher gemacht. Deswegen ist es fein, dass ich sage, dass das sexuelle... Ach, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist maximal verloren. Thank you.
Kolibri, danke für den Prime Sub. Sagt ihr jetzt dazu noch irgendwas? Gutes oder Video, was? I don't know, da ist viel Meinung dabei, das ist halt nicht neutral, glaube ich. Also finde ich, wirkt nicht sehr neutral. Der ist natürlich null neutral. Aber ich hätte gern einmal am Anfang den Text gesehen, den da das Management selber geschickt hat. Sub. Dann hätte ich beispielsweise KuchenTV jetzt gerade mehr geglaubt. Aber so bin ich immer noch, glaube ich, gerade keinem. Und hier sieht man ja, also ist ja ganz klar an der Seite, das Video gewesen von Skurus, wo sie dann auch noch so sagt, ey, du spielst doch GTA, oder? Und das ist für mich eindeutig. Du siehst das Video, sie redet von diesem Vorfall. Sie meinte, sie kannte ihn nicht in ihrem Statement. Das ist eine orale Phase, Bruder, das meine ich schon immer. Ich habe einfach ich muss die ganze Zeit was mit meinen Händen machen. Jetzt stellt sich aber heraus, dass sie ihn gefragt hat wegen GTA, so kannte sie ihn doch. So ein bisschen widersprüchlich, ne? Schoma, danke für die 5 Sub-Gifts, danke für den Support, willkommen in die neuen Subscriber, ich danke dir. Danke, hey danke, Leute, danke, es ist ein Mitarbeiter von Twitch anscheinend im Chat, oder? Guck mal, wenn ich bei Benutzer im Chat gehe, sehe ich Streamer, Mitarbeiter, Moderatoren, VIPs, Benutzer. Ein Mitarbeiter ist halt einer, der da arbeitet, oder was? Junge, krank, was geht? Junge, ich glaube, die überlegen sich gerade, mir doch die Partnerschaft wiederzugeben, wa? Schreibt mal danke, rein, was für tolle politische Meinungen ich immer vertrete, damit die nicht sagen, dass ich reaktionär bin. Phil, Bruder, bester Mann. Jemand, der falsche Anschuldigungen macht, sollte genauso gejudged werden wie jemand, der die Tat begeht. Beide schaden den tatsächlichen Opfern gleich stark. Ist korrekt. Also ich finde auch, dass die, ich weiß nicht, wie stark die bestraft werden sollten, aber ich finde schon, dass die nicht einfach so davon kommen sollten mit sowas. Casual Gamer, danke für den Reset im 8. Mann Prime. Danke dir. Ja, also ich finde zumindest, wenn man wirklich zu 100% beweisen kann, dass etwas nicht passiert ist, zum Beispiel jetzt bei einer sexuellen Belästigung, bin ich schon der Meinung, dass man die Person dann auf jeden Fall dafür bestrafen sollte. Aber das ist ja jetzt auch schon verboten halt, ne? Ich finde, wenn es jetzt zum Beispiel aber einfach nur ein Vorwurf ist, ja sagen wir mal, Shoyoka hätte jetzt gesagt, okay, ich wurde belästigt und Skurrus hätte einfach Nein gesagt, dann finde ich nicht, dass sie eine Strafe dafür bekommen hätte, weil man dann ja nicht gewusst hätte, ob es stimmt oder nicht. Und dann ist auch wieder schwierig, weil das halt ansonsten den richtigen Opfern halt auch Angst macht, vielleicht damit an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn die wirklich wenig Möglichkeiten haben, das Ganze zu beweisen, weil ne? Diese falschen Anschuldigungen, wie gesagt, haben wir oft genug gesehen, was sie alles auslösen. Wir haben es gesehen in der Öffentlichkeit mit Johnny Depp und Amber Heard, was diese Anschuldigungen ausgemacht haben. Man sieht das leider, man sieht es jetzt nicht so bei Privatpersonen. Man bekommt es vielleicht mit durch Bekanntenkreise, wie es bei denen dann Lebensqualität. Oder ich habe keinen Text an das Management von Shoyoka geschickt, sondern wahrscheinlich in einer Sprachnachricht darüber geredet. Mäßig komplett runtergeht, wenn sobald diese Anschuldigungen gemacht wurden und dann widerlegt wurde. Ja, Twitch, waren 70-30. Mach mal super, jetzt hier Superchat an. Stellt halt die Leute, die wirklich Probleme damit haben, ins Lächerliche. Ja. Hat die eigentlich wirklich diese Sommersprossen oder ist das ein Filter? Samra, den Fall habe ich leider nicht mitbekommen. Also ich habe den nur am Anfang mitbekommen, okay. Aber ich habe den nicht weiter verfolgt. Aufgemalt, naja. So, ja, das ist auf jeden Fall das Video. Gute Reaction, würde ich sagen. Haben wir nochmal auf fix 47 Minuten mitgenommen. Ist doch sehr schön für KuchenTV verankert. Die freuen sich, die schlafen jetzt alle. Ist doch super.